Hallo, meine Lieben. Ich möchte euch heute gerne zeigen, wie ihr euch bei uns in der Moodle-Plattform anmeldet. Und zwar als ersten Punkt geht ihr bitte immer auf unsere Startseite der Homepage, die kennt ihr alle. Hier im Bereich für Schülerinnen, wo ihr auch das Klassenbuch findet und den Zugang zu euren E-Mails, findet ihr auch unsere Moodle-Plattform und zwar hier im Punkt E-Learning. Wenn ihr hier draufklickt, dann kommt ihr zu einer Anmeldemaske. Ich habe hier einmal einen anderen User angelegt. Der User heißt Mustermann. Hier könnt ihr euch mit eurem Benutzernamen von eurer Windows-Anmeldung in der Schule anmelden. Nicht mit der E-Mail-Adresse, sondern mit dem Benutzernamen, wie ihr euch am Schulrechner anmeldet, sprich dem Domänennamen. Wenn ihr hier angemeldet habt, dann findet ihr ganz oben auf der Seite den Bereich mit den Arbeitsaufträgen für die nächsten 3 Wochen, während die Schule geschlossen ist. Hier klickt ihr bitte drauf und dann sucht ihr eure Klasse. Angenommen, ich bin jetzt Schülerin in der 1HLW, dann klickt ihr auf 1HLW und dann klickt ihr auf Selbsteinschreibung Student. Es ist sonst nichts notwendig, nur dieser blaue Knopf hier. Sobald ihr drinnen seid, müsst ihr das nicht mehr wiederholen. Und ihr seid automatisch im Kurs angemeldet. Und hier findet ihr jetzt zum Beispiel schon Bereiche von 3 Fächern, wo so nach und nach die Unterrichtsmaterialien hochgeladen werden. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Lernen in den nächsten 3 Wochen und hoffe, wir sehen uns dann alle in alter Frische wieder live in der Klasse.